So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Und guck mal, Thomas, wir haben was ganz Besonderes heute vor. Wir bringen mal keinen Müll weg, sondern wir geben mal Pfand ab. Das große TV Total Pfand wegbringen reicht leider nur für einen Kasten Cola. So, Tür zu, Klappe tot. Nee, Affe, ach egal. Auf jeden Fall ist heute wieder Raid-Boss-Wechsel. Das heißt, Schlinking ist aus den Raids weg. Mega Gengar ist aus den Raids fort. Mega Barnett ist da, interessiert nicht die Bohne. Muss ich aber auch irgendwann die Tage mal einen machen, dass ich wenigstens einmal die Mega-Energie und den Pokédex-Eintrag dafür geholt habe auf dem Habanero-Account. Ansonsten ist Darkrai drin. Damals 663 Darkrai-Raids gemacht auf dem Main-Account, bis das 100er kam. Das war mega teuer und kräftezehrend. Da hast du ungefähr 40 Shiny Darkrai gehabt. Jetzt habe ich gar keins. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich die Tage machen soll. Wir machen heute auf jeden Fall ein Darkrai Community Raid, damit ich den Pokédex-Eintrag habe. Das Ding kannst du nicht tauschen. Wir zeigen euch gleich die Konda. Wir zeigen gleich, wen wir einladen. Wir müssen aber erstmal die Arena finden. Ich glaube, ich war da nämlich noch nie. So, wir sind jetzt hier angekommen. Pupsi, wartet kurz. Ich möchte euch mal die Arena zeigen. Die heißt nämlich Spielplatz am Hang. Wenn ich hier runter gucke, sehe ich auch einen Spielplatz, beziehungsweise hier eine Rutsche, eine Röhrenrutsche, da so ein kleines Karussell und dort ein Sandkasten. Das geht jetzt hier so die Straße runter, ganz da unten bin ich, stehe ich und ihr seht, das geht alles hier bergauf. So, hier ist auch überall Baustelle, beziehungsweise muss man da unten durch eine durchfahren und guckt euch nochmal den Hang an, damit ihr wisst, wieso das am Hang heißt. Hier geht's schräg runter, da geht's schräg runter, das sieht mega brutal aus. Wenn man hier so steht, ungefähr, sieht das richtig brutal aus. In echt, auf der Kamera wirkt es gar nicht so. Da könnt ihr auf jeden Fall im Winter mit dem Schlitten immer runterfahren. Macht das mal nach, fahrt mal da runter im Winter mit dem Schlitten. Ich gehe jetzt nochmal davor, pack mal das Zeugs aus und ich weiß nicht, es regnet auch vielleicht. Können wir den Raid auch im Auto machen? Ich habe ein Team erstellt. Mal gucken, wer dabei tritt. Pupsi ist auf jeden Fall dabei. Vielleicht können wir noch kurz eine Aufgabe lösen, bevor der Raid losgeht. Und ansonsten genießt die Aussicht. Genießt die Aussicht, diese langgezogenen, genialen Blocks, die bis hier hochgehen. Ich war hier noch nie. Erste Mal an der Arena, gleich mal gelb gemacht. Mal gucken, wie lange man hier sitzt. So, der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Da ist die Arena, noch 50 Sekunden. Ich will mal ganz kurz in den Community-Tab schauen. Da habe ich nämlich wieder die Konda-Liste gepostet, wo ihr seht, wie viel WP das überhaupt haben kann. 21,36 aus dem Raid, Level 20 wäre ein 100er. 26,71 aus dem Raid mit Wetterbrust, also Wetterboost, wäre ein 100er. Ja, das Ding ist vom Typ Unlicht, ist schwach gegen Käfer, Kampf und Fee. Ihr könntet zum Beispiel Kampf-Pokémon nehmen, wie Keldeo oder Meister Griff, was er jetzt erst einen C-Day hatte. Hier ist Lucario gelistet, hier ist sogar Ramoff gelistet, hier ist Machomai gelistet, hier sind aber auch Mega Gardevoir, Mega Logok, das sind Kryptos gelistet. Guckt euch die Liste an, das Ding ist auf jeden Fall in Shiny verfügbar, kann man aber nicht tauschen. Wer ein Shiny möchte, müsste also raiden, bis es Shiny kommt. Den habe ich gepostet. Und es hat sich eingetragen, wenn ich mal auf Neueste zuerst gehe. Genaya, Henry, Niki, Borki, Aluhut, Trainer Sir Ups, Schäfe 24, Creeper to Go, Gelber Deadpool. Trainer Sir Ups würde aufsteigen auf Hyperfreunde, glaube ich. Jetzt wollte ich eigentlich nicht wegen einem ein Glücksei anmachen. Aber ich habe noch viele Level 2er, die aufsteigen würden. Und ich glaube, da mache ich dann doch mal ein Glücksei an. Nehmen die ganzen Zweier dann noch mit. Muss jetzt erstmal hier die einladen. 5 habe ich eingeladen. 3 muss ich noch einladen. Ich versuche nebenbei auch mal mit dem Ivermilde-Kauen, denn der ist ja auch hier. Da versuche ich auch mal reinzugehen. Es hat ja auch gleich eine Meistergriff-Armee genommen. Das finde ich sehr gut. Ich habe ja nichts mehr. Aber der C-Day, das fand ich richtig genial. Schlinking konntest du Kampf nehmen. Jetzt Meistergriff ist Kampf. Kannst du nehmen gegen Darkrai. Damit müsste Darkrai eigentlich auch jetzt nicht das große Problem darstellen. An Darkrai sind bestimmt auch wieder viele Leute interessiert, die Bock haben, da zu raiden, die man auch wieder einladen kann. Da das eben ein gern gesehenes Pokémon ist. Ein starkes Pokémon, ein nützliches Pokémon. Und es sieht verdammt cool aus. Gerade jetzt zu dieser Halloween-Season gehört das einfach dazu. Giratina wäre bestimmt auch fett gewesen, wenn es das Fliegende wäre, nicht das mit den Beinen. So, wir sind jetzt hier drin.
Und da ich sowieso noch 14 Glückseier habe, zünde ich jetzt mal eins. Denn wenn jeden C-Day mir ein C-Day-Ticket geschenkt wird und ich mit dem C-Day-Ticket wieder ein Glücksei bekomme für den nächsten C-Day, für die Level-Ups, sind alle anderen Glückseier, die ich jetzt habe, eigentlich egal, die könnte man theoretisch wegwerfen oder man nutzt es halt wie jetzt, wenn Trainer Sir Up sowieso Bescheid sagt, dass er aufsteigt, dass man das anmacht und gleich noch ein paar Zweier öffnet, denn wer wartet schon mit den Zweiern auf den C-Day? Eigentlich niemand. Einer, Zweier könnt ihr immer so öffnen. Dreier und Vierer Levelaufstiege mit den Freunden. Sollte man am besten warten bis zum C-Day. Das freut eure Freunde, das freut euch selber, sonst habt ihr keine Freunde mehr und das passt so. Hier ist jetzt die Meistergriff-Armee drauf. Hier drüben habe ich Hariyama und Mahomai als Armee, was anderes hat er nicht. Am besten wäre natürlich Mega Gardevoir oder halt die Mahomais als Kryptos. Das wäre auch stark. Meistergriff gibt es ja nicht als Krypto. Wir hauen jetzt hier drauf. Linus hat von der Team-Challenge gut mitgemacht. Das Problem war, ich habe in der ersten Team-Challenge, die war, als ich hier angekommen bin, habe ich schon alles weggefangen. Da musste man nämlich Bären benutzen, um Pokémon zu fangen. Habe ich alles weggefangen. Und dann hatte ich keine Pokémon mehr hier. Die zweite wäre gewesen, einfach fabelhafte Würfel landen. 30 Stück. Wir waren zu dritt. Hätte jeder 10 Stück gemacht. Zu dritt wären das 30. Das hätte gepasst. Jetzt hat Linus schon gut vorgesorgt. Ich glaube, der hat... Boah, der hat bestimmt schon 10 gemacht. Pupsi könnte jetzt hier 10 noch machen. Sarina könnte 10 machen. Ich könnte 10 machen. Der Mildercount ist leider nicht im Team dabei. Aber der Habanero ist im Team dabei. Es ist Darkrai. Bei Darkrai einfach fabelhafte Würfe machen, zählt das noch für die Team-Aufgabe dabei, für das Teamplay. Und wir kommen wieder eins weiter. Was mich jetzt stört, ist, dass der Bildschirm schon wieder nass ist. So, da wurde interagiert. Wir drücken uns mal durch. Da ist jemand vor Ort gewesen, mit dem ich nicht befreundet bin. Hier ist das Darkrai mit 2079. Ich guck mal ganz kurz auf dem Ivermilde-Account, wie viel der hat und ob es ein Shiny ist. Kein Shiny, 2106. Der Ivar Mild ist auf jeden Fall besser. Und hier probieren wir jetzt mal einfach fabelhafte Würfe am Darkrai. Was auf jeden Fall dauern kann, weil der immer so komisch am Rand hängt. So, wir haben getroffen, einfach fabelhaft, perfekt. Der zählt für die Teamplay-Aufgabe 30 fabelhafte Würfe landen. Der Kreis ist auch groß genug, müsstest du jetzt nicht mehr einstellen. Am besten du wartest. Du wartest, bis er angreift und wirfst dann erst drauf, dass du den Kreis nicht mehr verstellst. Am besten, wenn er in der Mitte ist. Er ist in der Mitte, er muss nur noch angreifen und er geht wieder an den Rand. Das ist ultra nervig, das erinnert mich an Kyogre, den Kyogre, der macht das nämlich auch. Der guckt dich blöd an in der Mitte und dann geht er immer nach links und nach rechts und der knördert dort ewig rum und du kannst einfach nichts machen. Groudon sitzt in der Mitte, bleibt in der Mitte, Groudon beste. Darkrai brauchst du Geduld. Darkrai brauchst du Geduld. So, er ist in der Mitte. Er greift an. Wir curven, wir werfen. Einfach fabelhaft. Versteht ihr das Prinzip? Wenn ihr den Kreis einmal eingestellt habt, müsst ihr den nicht mehr verstellen. Lasst den einfach so und werft sicher einfach fabelhaft. Stellt euch vor, ihr habt einen Hunderter. Das flieht euch, weil ihr keine Geduld habt. Ihr beißt euch in den Arsch. Ist egal, versucht gar nicht links, rechts zu werfen, außer ihr könnt das wirklich. Ich kenne eure Skills ja nicht. Versucht das nicht. Wir werden jetzt noch gucken, ob wir einen schaffen. Und dann werde ich wahrscheinlich den entscheidenden Wurf reihen, weil sonst geht das Video zu lange. Ich habe keinen Bock, dass es immer sich so ewig zieht wegen dem Fang. Er ist wieder rausgekommen. Wir füttern die nächste Beere. Wir gucken mal, wir schneiden jetzt einfach die Würfe mit rein. Und nicht die Wartezeit, wo er am Rand klebt. Denn das will keiner sehen. Er ist wieder in der Mitte. Wir haben noch 15 Bälle. Wir curven wieder. Nein! Wir haben zu hoch geworfen. Wir haben zu hoch geworfen. Er hat nochmal angegriffen. Komm, wir curven nochmal hinterher. Ah, der Kreis hat sich verstellt schon. Seht ihr, wenn ihr diese Ruhe verliert und in Hektik ausbrecht, funktioniert einfach gar nichts mehr. Wir curven nochmal. Wisst ihr was? Ich curve jetzt einfach an den Rand. Das war nur großartig. Das bringt uns für die Aufgabe nichts. Eigentlich wollte ich es jetzt zusammenschneiden, aber ich glaube bisher ist es immer noch One Take. Hau doch jetzt mal nicht immer zu an die Seite ab. Warte, wir stellen den Kreis wieder ein. Den Kreis kann man ja immer einstellen, selbst wenn er an der Seite rumhängt. Kreis ist eingestellt. Ihr lasst den Ball dann los, nicht fallen lassen. Ihr lasst den los, nicht fallen lassen, sonst ist er weg. Und dann müsst ihr das jetzt wieder hinhauen.
das Wasser wieder vom Display abpusten. Die Marshmallow-Frisur ist zurück. Und er geht wieder an die Seite. Das kann doch nicht sein. Die Wolken sind dick, die Sonne will durchkommen, schafft es aber nicht. Darkrai, nervig, das ist ultra. Noch nerviger war nur Labrados letztens. Das hat so genervt, das konnte man nicht in Worte fassen. Und irgendwie erinnert mich das gerade an Natururin. So, jetzt ist er da. Wir curven nicht zu hoch, damit er einfach fabelhaft trifft. Wäre schön, wenn er jetzt drin bleibt. Perfekt. Denn dann ist das Video nämlich zu Ende. Wir können euch alles zeigen. Beziehungsweise müsste jetzt ja der Levelaufstieg kommen. Das ist auch mein Pokédex-Eintrag von Darkrai. 663 Raids auf dem Main damals. Das sind also über 600 Euro, wenn man das so nimmt. Hier habe ich den Pokédex-Eintrag. Und weiß gar nicht, was ich die restliche Zeit mache. Trainer Sir Ups, Hyperfreunde, 150.000 dazu. Ich gucke noch mal kurz hier rein. Wir sind bei 24 von 30 einfach fabelhaften Würfen. Linus hat 13 Stück gemacht. Ich gerade mal 4, Mäusekind 5, Ramses Shadow 2. Das sieht gut aus. Hier sitzt leider immer noch kein Pokémon. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr ein gutes Darkrai? Habt ihr schon ein Shiny Darkrai? Habt ihr es beim letzten Mal geratet? Ist das euer erstes Darkrai? Es gibt ja immer wieder neue Spieler. Creeper to go, auch Hyperfreunde. Hat sich ja gelohnt, das Glücksei anzumachen. Dankeschön, Trainer Sir Ups. Ich hätte es jetzt eigentlich nicht gemacht, aber jetzt hat es sich doch gelohnt. Jetzt noch die 2 eröffnen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und für alle, die noch Hilfe brauchen bei Darkrai, Sonntag, traditionell Raids für Zuschauer. Sonntag 10 bis 12 Uhr, Raids für Zuschauer. Immer mit dem aktuellen legendären oder in dem Fall mysteriösen. Kommt rein, Sonntag ab 10 Uhr, Raids für Zuschauer für euch, wenn ihr noch Hilfe braucht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.